So, ihr Lieben, wir sind wieder in WoW unterwegs und wir werden jetzt Richtung Vorgebirge des Hügellands reiten. Und dafür müssen wir durch den Silberwald und da werden wir uns dann auch die Flugpunkte mitnehmen, sobald ich es nicht vergesse. Und das war, der Silberwald war im Prinzip das Questgebiet, was wir hätten machen können nach Tiris Fall, wo wir uns aber gegen entschieden haben. Hätte noch eine ganz nette Story mit Sylvanas und Garrosh gehabt, aber ja, mal sehen. Vielleicht mache ich ja mal eine kleine Reihe für die einzelnen Questgebiete, dass wir die da mal durchquesten oder so. Irgendwann in grauer Zukunft ist nur eine Idee. Ne? Man sammelt ja Ideen, was man vielleicht irgendwann mal machen wird. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es auch. Oder ich zeige euch halt meine Lieblingsquestgebiete oder meine Lieblingsquests mal. Das kann man ja theoretisch bis ins Unendliche erweitern, was man hier im Spiel so machen kann. Was man euch mal zeigen kann. Ich hoffe, jetzt ist der Sound nicht wieder zu leise. Ich habe heute Morgen übrigens so überlegt, wie cool es eigentlich wäre, eine Community-Gilde zu gründen mit so den Zuschauern von meinem kleinen Einsteiger-LP und mit den Stream-Zuschauern und so weiter. Also alle Leute, die mich so kennen und die Marco so kennen und die Bock auf WoW haben. Leider funktioniert das in der Praxis nicht so gut, weil es leider noch nicht möglich ist, Leute in Gilden einzuladen, die auf einem anderen Realm Pool sind. Beziehungsweise es heißt ja jetzt gar nicht mehr Realm Pool, sondern das sind ja jetzt diese verknüpften Server, die im Prinzip die gleichen Server sind. Also technisch gesehen wahrscheinlich nicht ganz, aber sie sind halt zusammengeschlossen und man kann sich auf diesen Servern, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Blackmoor spiele und oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Server mit Blackmoor verknüpft sind, aber wenn ich jetzt auf Blackmoor spiele und du jetzt zum Beispiel auf einem anderen Server spielst, der mit Blackmoor verknüpft ist, dann könnten wir uns halt auch beim Questen und so weiter über den Weg laufen. Und da ist es dann auch möglich, gemeinsam eine Gilde zu betreiben, beziehungsweise dass ich dann denjenigen einlade, also dich dann einlade in die Gilde. Leider, wie gesagt, funktioniert das eben nicht übergreifend, sondern eben nur mit bestimmten Realms. Was ich sehr schade finde und ich hoffe, dass sie das bald einführen, dass es halt komplett übergreifend ist, zumindest bei Gilden, weil Gruppeninvites und Mythic Raids und so weiter funktionieren halt schon realmübergreifend. Ich wüsste halt nicht, wieso Gilden nicht auch realmübergreifend sein sollten. Vielleicht hat es doch irgendeinen technischen Grund. Wir haben übrigens, glaube ich, die Musik schon wieder aus vom Stream gestern Abend. Ich habe gestern Abend ein bisschen WoW gestreamt. Und ich wollte euch auch nochmal hier ganz deutlich sagen, dass das jetzt häufiger passieren wird. Dass ich jetzt immer regelmäßig, also nicht zu bestimmten Zeiten, dafür habe ich leider einen zu engen Zeitplan momentan mit anderen Sachen, aber regelmäßig ankündige, dass ich WoW streame und ich dann mit euch zusammen und mit Marco meistens dann auch zusammen den Dämonenjäger weiterlevele und vielleicht auch mal was anderes spiele, kommt drauf an. Und ich fände es halt cool, wenn ihr Interesse habt, einfach, dass ihr dann mal vorbeischaut auf meinem Twitch-Channel. Kann das dann auch gerne hier unter dem Video mal verlinken, falls ihr meinen Twitch-Channel noch nicht kennen solltet. Der ist ja jetzt auch schon wieder Jahre nichts los gewesen auf dem Twitch-Channel tatsächlich. Aber jetzt geht's wieder weiter mit WoW und ja, mal sehen, wie da so die Nachfrage ist. Ich könnte mir auch vorstellen, da in Zukunft noch irgendwie welche schönen Sachen zu veranstalten, je nachdem, wie viele Leute wir dann sind und wie es dann meine Zeit so zulässt. Denn ich werde ja dann auch bald, wenn alles gut geht, in den Beruf einsteigen. Und dann weiß ich natürlich nicht mehr, wie viel Zeit ich für alles so habe. Abgesehen davon, dass man natürlich auch nie vergessen darf, dass meine Spielwiese, mein Kanal ja wirklich sehr, sehr klein ist, immer schon war und auch vermutlich immer bleiben wird. Und ich deswegen natürlich jetzt weder die finanziellen Mittel noch die
ja, wie soll ich sagen, Legitimation dafür habe, da jetzt 50 Stunden die Woche reinzustecken. Ich würde das sehr gerne tun, aber ja, wer finanziert dann mein Leben, so unter dem Motto. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Das ist halt ein Hobby und deswegen muss man immer so ein bisschen schauen, für was und für wie viel man Zeit hat. WoW ist halt als Projekt auf meinem Channel bisher sehr gut angekommen. Also so vom Feedback her. Es gibt halt Leute, die das echt gerne gucken, regelmäßig, und die auch ja, vielleicht nicht fleißig kommentieren, das würde ich mir manchmal noch wünschen, aber das kann man nun mal sich nicht aussuchen. Ich meine, ich kann auch niemanden zwingen zu kommentieren, so von wegen, wenn ich nicht unter die nächste Folge 10 Kommentare kriege. Nein, ist natürlich Blödsinn. Keiner muss hier irgendwie kommentieren. Manchmal würde ich es mir halt nur wünschen, da ein bisschen mehr Feedback zu kriegen. Aber ich habe schon ein paar Anfragen beim Battle.net bekommen, von Leuten, die halt Interesse hatten, sich auch mal mit mir über das Spiel zu unterhalten und so weiter. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass das so angenommen wurde, dieses Angebot. Und wie gesagt, das Angebot steht auch immer noch. Hier ist nochmal mein Battletag, Matter, Hashtag 1795. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mich anschreiben, aber wie gesagt, nur spielspezifisches. Also ich bin jetzt auch nicht immer da online und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwelche privaten Fragen oder so beantworte. Ich meine, es wird auch keiner stellen, da bin ich mir sicher, aber ich wollte es nur nochmal klarstellen, dass ich da dann auch relativ stumpf dann nicht antworte, wenn das irgendwelche Fragen sind, auf die ich jetzt keinen Bock habe oder so. Das ist dann halt der Preis dafür, ne? Ich meine, man gibt hier seinen Battle.net-Tag raus, wo man im Prinzip natürlich dann immer online ist. Es gibt keine Möglichkeit, dort nicht online zu sein, glaube ich, bisher. Und dann muss man natürlich irgendwo einen Kompromiss machen und sagen, ich antworte dann halt einfach nicht, wenn ich gerade beschäftigt bin oder ich gerade irgendwas anderes machen möchte. Wobei ich ja eigentlich auch im Battle.net nur online bin, wenn ich gerade eh spiele. Nur, ihr wisst, wie das ist in WoW. Wenn man gerade beschäftigt ist in WoW, dann kann man eben auch nicht gerade mit jemandem schreiben. So, jetzt haben wir uns die Flugpunkte alle geholt. Das hier ist der Silberwald. Der sah vorher übrigens ganz anders aus. Gott, die Musik ist hier. Wirkt gerade sehr laut. Der Silberwald war früher anders, sah früher anders aus, war weniger geprägt von irgendwelchen Seuchenmaschinen und verlassenen Aktivitäten. Tatsächlich war es hier dann noch wesentlich verlassener. Das da ist übrigens Gilneas. Gilneas ist ein Königreich der Menschen gewesen, das dann später vom Fluch der Worgen überrannt wurde, wo dann eben die Bewohner größtenteils zu Worgen wurden. Und ja, ich habe jetzt leider die Geschichte dazu, also es gibt einen Comic dazu tatsächlich, der Fluch der Worgen heißt das. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich weiß nur, dass Gen Graumarn oder Graumähne heißt er jetzt, der Anführer ist. Und auch immer der König war, schon vorher, bevor das mit dem Fluch losging. Und die jetzt sozusagen natürlich eine eigene Fraktion irgendwo bilden. Also sie sind schon verbündet mit der Allianz, aber irgendwie auch nicht. Also das ist ja sowieso in WoW ganz wichtig zu verstehen, was auch echt viele nicht raffen bis heute, die sich mit der Lore jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben. Es ist nicht so, als wären diese einzelnen Völker in den Fraktionen jetzt total lieb Freund, ne? Und würden sich gegenseitig Sticker tauschen in ihren Stickeralben und so, sondern es ist eigentlich eher so, dass da durchaus auch verbitterte Feindschaften unter den Völkern sind. Und das, was wir da haben, nämlich die Allianz und die Horde, ist größtenteils ein Zweckbündnis. Die Allianz ist da teilweise noch ein bisschen freundlicher. Das ist halt ein Militärbündnis ursprünglich gewesen. Die Nachtelfen zum Beispiel sind ja generell eher so die Einzelgänger. Die sind sowieso nicht so begeistert gewesen am Anfang von diesem Bündnis.
haben sich aber dann letztendlich doch angeschlossen, weil es halt nicht mehr sehr viele von ihnen gibt, die ihre Unsterblichkeit verloren haben und ja, deswegen haben sie sich dann auch angeschlossen. Die Draenei sind ja sowieso Außerirdische im Prinzip, die kommen ja von Argus. Ursprünglich sind dann zweimal umgezogen, erst auf Draenor und dann jetzt hier auf Etheroth. Und ja, die sind im Prinzip relativ, ich habe gerade das Schinkenlager gelesen, die sind halt relativ außen vor deswegen, weil sie halt so eine ganz andere Kultur haben und ja, also im Prinzip sind das schon Beispiele dafür, dass auch die Allianz untereinander jetzt nicht so warm miteinander sein muss unbedingt. Und bei der Horde ist es halt noch krasser. Also das ist halt viel wirklich nur Zweckbündnis. Die Tauren und die Orks verstehen sich gut, weil sie halt auch ähnlich sind, sich sehr ähnlich sind in ihrer Kultur. Während die Trolle und die Verlassenen sowieso und die, habe ich jetzt vergessen, die Goblins halt wirklich nur, ja, ne, stehen nebeneinander und beißen sich nicht die Kehle auf, aber das war's auch schon. So wirklich cool miteinander sind die nicht. Und dann gibt's natürlich noch einzelne Individuen und Freundschaften und das ist, ja, da ist natürlich dann immer, kommt's immer drauf an, was die Leute so persönlich für Freundschaften schließen. So, wir stehen jetzt vor dem Vorgebirge des Hügellands und wir haben hier die erste Quest. Die werden wir dann auch mal direkt annehmen. Raus mit der Sprache! Wer sich zuerst bewegt, hat verloren, mein Lieber. Nur so kann man es als hochrangiger Offizier der Verlassenen zu etwas bringen. Ja, das hier ist in der Tat das gute Leben und ihr werdet es leben. Ich möchte, dass ihr diese Befehle nehmt und sie an die kleinen Anfänger ausgebt, die hier vorbeikommen und nach Arbeit suchen. Wem ihr was gebt, ist euch überlassen. Wenn ihr bereit seid, steigt auf mein braves Skelett raus auf, damit man euch nicht übersieht und fangt an, das Leben zu leben. Was bedeutet, einfach hier herumzustehen und zu warten. Und diese Quest ist so klasse. Ich finde es gerade so schön, dass ich euch die zeigen kann. Vorsicht! Feinde im Übermaß! So, wir steigen auf das Pferd und jetzt passiert Folgendes. Wir sind ein Questgeber! Steht aufrecht und seid von Stolz erfüllt. Lasst euch von diesen Anfängern nicht ärgern. Zeigt ihnen, wer hier das Sagen hat. Da kommt schon einer. Sieht ja, wie ein richtiger Gewinner aus. Bleibt ruhig, Madenauge, immer mit der Ruhe. Kackbuhn heißt der Typ. Oh. Hi. Hi, Hilfe. So, jetzt müssen wir ihn ansprechen. Eigentlich muss er uns ansprechen. Hi, ich bin neu hier. Eine Riesenkreatur aus weißem Licht und mit Flügeln hat mich lebendig gemacht. Ich diene der Banshee-Königin. Yay! Hi, Hilfe! Hi! Vielleicht solltet ihr ein Mittagsschläfchen oder sowas halten. Ich weiß nicht, ob ich Arbeit für euch habe. Okay, danke. Ich warte dann hier mit euch. Danke, okay. Oh, wartet mal. Es sieht so aus, als wäre doch gerade etwas reingekommen. Ja, hier auf diesem Papier. Ihr müsst zum Azurschacht, südöstlich von hier, und euch dort bei Hauptmann Caton melden. Südosten ist in dieser Richtung. Ihr zeigt nach Südosten. Norden, verstanden. Danke, tschüss, danke. Das ist so typisch. Diese neuen Verlassenen scheinen ein bisschen dumm zu sein. Sie brauchen immer ein bisschen Zeit, um sich einzugewöhnen. Oh, ganz toll. Nicht der schon wieder. Ich kenne diesen Ork, er hat hier nichts zu suchen. Aber er ist ein Weichei und hängt hier rum, um den Hilflosen aufzulauern. Lasst euch nicht von ihm ärgern. Der Poser. Haha, sieht so aus, als gingen dir die Deppen aus, die du da auf dem Pferd sitzen kannst. Dieser hier ist der mickrigste von allen bisher. Was habt ihr heute für mich, Schwächling? Zeigt mir, wo sich die Allianz versteckt und ich werde sie platt machen. Kaputt kloppen. Ja gut, er markiert hier den Poser mit seinem Frostworm Mount. Ich habe den Fall des Lichtkönigs gesehen. Von Titanen erschaffene Wesen sind unter meiner mächtigen Axt gefallen. Als man mich dazu aufforderte, führte ich alleine den Agentum-Kreuzzug im Kampf gegen die Bestien Nordens zum Sieg. Was hat das Vorgebirge des Hügellands Orkus dem Königsmörder zu bieten? Ja, er hat halt auch den Erfolg, den man bekommt, wenn man den Lichtkönig tötet. Anscheinend gibt es in Süderstade Ärger. Ich höre etwas über Aufrührer der Worgen. Vielleicht könntet ihr da aushelfen.
Aufrührer, sagt ihr, besteht die Gefahr von Tod oder Verstümmelung? Nicht mal ansatzweise. Dann wird Orkis es für euch tun, ja. In Ordnung, danke. Haltet euch einfach nur Richtung Südosten. Mehr Süden als Osten. Wahrscheinlich nicht in der Nähe der Küste. Für die Horde! Ja, feiger Questgeber, bleibt nur auf eurem bleichen Pferd, während Orkus der Horde Ehre bringt. Ich werde mit 1000 Schädeln wiederkehren. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Vielleicht ertrinkt er ja. Mist, mit dem hier müsst ihr alleine zurechtkommen. Johnny Imber ist da. Zu euren Diensten, einfaches Wesen. Knechtet mich mit euren Aufgaben, die ich mit nur geringem Enthusiasmus und voraussichtlich unter Nichtbeachtung aller Hinweise und Wegbeschreibungen, die von euch so ausführlich erklärt werden, dass meine Karte sie nicht anzuzeigen vermag, ausführen werde. Oh weia, ja, er ist der Richtige. Was ist euer Begehr? Seht mich an, Bauer. Von Kopf bis Fuß bin ich mit Erbstücken geschmückt und trage Geschenke der größten Helden, die Azeroth je hatte. Und nun seht euch selbst an. Und jetzt schaut schnell wieder zu mir. Schon besser, oder? Und ja, das Pferd ist aus echten Sternen. Welche sinnlose Aufgaben, die Intelligenz eines geistig eingeschränkten Ork unterfordern würden, habt ihr euch für mich ausgedacht? Nun ja, wir haben da ein paar Probleme in den Schlickfeldern, die sich nordöstlich von hier befinden. Auf sehr Stillwasser könnte eure Hilfe gebrauchen. Schon gut, was gibt es sonst noch? Das war's schon. Das ist alles eine Aufgabe. Oh, mehr habt ihr nicht. Keine Bärenhintern, die man sammeln sollte. Keine seltene Pflanze, die ich pflücken kann, damit ihr ein leicht halluzinogenes Tränkchen brauen könnt und nach dem Trinken davon Visionen von der Apokalypse bekommt. Oder vielleicht ist die örtliche Population von leicht nervenden, schlecht gelaunten Zieseln so störend, dass man sie bestrafen muss? Nein, wirklich nichts. Das war es, Johnny Imber. Das oder gar nichts. Bewahrt euren Stolz. Nun gut, ich werde diese eine Sache für euch erledigen. Ihr solltet hoffen, dass ich bald den Knecht für andere spielen kann, oder ihr könntet euch darauf verlassen, dass ich mich nicht zurückhalten werde, meine äußerst schlechte Meinung laut und breit in öffentlichen Foren bekannt zu machen. Ich liebe diese Quest. Sie ist so super. Sie spiegelt halt einfach die Spielerschaft wieder. Also das war jetzt gerade so ein Spielerschaftsspektrum, was sie da gezeigt haben. Sehr schön. Was jetzt? Na, wie war's? So, wie ihr es euch immer vorgestellt hattet? Aufregend, nicht wahr? Nein. Ich sehe, dass ihr ein wahrer Held seid. Ihr braucht Action. Ich denke, ein Schreibtischjob ist nichts für euch. Okay. Ja. Die Produktivität unserer Spinnenfarm am Azurschacht hat einen Stillstand erreicht. Hauptmann Caton hat uns darum gebeten, sofort Hilfe zu schicken. Caton behauptet, dass die Minenspinnen sich weigern, Befehlen zu gehorchen und durchdrehen. Außerdem plündert eine Gruppe Küstenmurlocs unsere Vorräte. Könnt ihr dort hinuntergehen und den Sachen nachgehen? Helft Caton und dem Spinnenhändler. Ihr findet den Azurschacht im Südosten in der Nähe der Küste. Oh! Das hier ist übrigens eine Gildeneinladung. Sieg für Sylvanas! Die nehmen wir aber mal nicht an. Ich möchte nicht in irgendeine Random-Gilde. Und dann haben wir hier noch eine Quest. Was ist? Apotheker Unterberg. Ist auch überhaupt keine Anspielung an den Schnappes, wa? Diese Wagen sind unsere Gefangenen. Ihr Schicksal liegt in den Händen der Kommandozentrale. Genau südöstlich vom Südwachttor findet ihr unsere Operation zur Zähmung von Spinnen. Im Laufe der Jahre haben wir eine enge Verbindung zur Spinnen des Hügellandes aufgebaut und haben es geschafft, die hübschen kleinen Tierchen zu zähmen und zu züchten. Jetzt sind die Spinnen für uns normale Haustiere und Nutztiere für den Kampf. Es sind so vielseitige Kreaturen. Ihr müsst für mich auf die Felder im Südosten gehen und vorsichtig Eier sammeln, die in Bären ausgebrütet werden. Das ist ekelhaft. Liefert die Ernte bei Sarus an der Mine ab. Vertraut niemandem. Die Quest ist echt awkward. Bären sind seelenlose Tiere, die auf diese Welt gesetzt wurden, um uns zu quälen. Nur dem Einfallsreichtum der Verlassenen haben wir es zu verdanken, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Bären nutzbar zu machen, damit sie einem Zweck dienen. Wir benutzen die Bären auf unserer Spinnenfarm als lebendige Nährquellen für die Eier. Unsere Spinnen legen ihre Eier in das Fleisch des Bären und die Eier ernähren sich von dem Fleisch und dem Blut der Tiere. Nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, müssen die Monster eingeschläfert werden. Reist nach Südosten und tötet die infizierten Bären, die ihren
Lebenszenit überschritten haben. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ja, lecker, ne? Ganz toll. Ja, und damit war's das heute mit der Folge. Ich hoffe, es war euch nicht zu viel Gelaber und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufgeklärt über die Sache mit den Streams. Ich freue mich darauf, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.